Jedes Jahr ist ein anderes Land Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse. 2019 ist es Norwegen. Wir sprechen jetzt mit Alva Germann. Sie arbeitet als Journalistin und Autorin und hat kürzlich ein Buch über Norwegen geschrieben. Alva, was verbindet dich mit diesem Land? Ja, ganz viel natürlich. Wenn man 4 Jahre durch das Land reist, entdeckt man sehr viele Facetten einer Kultur. Und es hat auch nicht ohne Grund 304 Seiten gebraucht, um dieses Buch fertig zu bekommen. Es ist eine sehr vielseitige Kultur und ein Land, das ganz viele unterschiedliche Kulturen in sich vereint. Du kennst dich ja nicht nur sehr gut mit deutscher und norwegischer Literatur aus, sondern du hast beispielsweise auch ein Buch über Island geschrieben. Insgesamt denkt man so bei skandinavischer Literatur beispielsweise sehr stark an Knausgård oder vielleicht auch an Krimis. Was ist denn das Charakteristische an der norwegischen Literatur? Bei der norwegischen Literatur ist es so, dass die Krimis tatsächlich eine große Rolle spielen. Was besonders ist, ist, dass es sehr viele Familiengeschichten gibt, dass sowohl in fiktionalisierter Form reale Geschichten erzählt werden, als auch dass ganze Familiengeschichten über Generationen weitergetragen werden und dann in einen Roman verbunden werden und man so dieser Kultur näher kommen kann. Gerade bei Familiengeschichten ist es ja immer spannend, neue Perspektiven kennenzulernen. Welche Autoren und Autorinnen kannst du uns denn empfehlen, abseits von den bereits sehr bekannten Schriftstellerinnen? Also eine Geschichte, die mir sehr gefallen hat, ist Simon Stranga. Er hat über die Lebensgeschichte seiner Frau geschrieben. Der kommt aus einer jüdischen Familie. Und es war so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die jüdische Familie in ein Haus gezogen ist, wo ein norwegischer Nazi Widerstandskämpfer und Juden gefoltert hat. Und trotzdem hat die Familie sich entschieden, in dieses Haus zu ziehen. Und Simon Stranga erzählt die Geschichte der Familie seiner Frau und vergleicht es auch mit dem Leben von heute und warum man das gewählt hat. Und das ist sehr schön erzählt in einer Form von A bis Z. Und er hat eine sehr poetische Sprache und erklärt auch, warum dieser Norweger zum Nazi wurde und wie es dazu kam und versucht eben auch die verschiedenen Facetten so einer dunklen Geschichte aufzuarbeiten. Vielleicht ein leichteres Beispiel ist Are Kalvø, das ist ein norwegischer Comedian, der hat ein Buch geschrieben über den Outdoor-Wahnsinn seiner Landsleute, weil die Norweger sehr sportlich sind und immer in der Natur draußen sind. Die beiden Autoren reflektieren also auch so eine kulturelle und geschichtliche Dimension. Bei der Gastlandausstellung, die es seit 1988 gibt, ist so ein bisschen der Ansatz, dass man versucht, eine Mentalität, eine Geschichte, eine Kultur zu vermitteln. Inwiefern ist dabei dieses Jahr eine authentische Erzählung über Norwegen gelungen? Dadurch, dass Norwegen ein sehr vielseitiges Land ist, kann man natürlich immer nur bestimmte Facetten eines Landes darstellen. Und ich bin immer noch dabei, diesen Pavillon zu entdecken. Ich finde es immer schwierig, wenn man ein Land so gut kennt, hat man so viele Erwartungen, wie man ein Pavillon erstellen sollte. Und ich glaube, es gibt gar nicht den perfekten Pavillon. Also jeder entdeckt das ja auch für sich anders. Und der normale Zuschauer, der vielleicht das Land erst entdeckt, hat gar nicht so viele Erwartungen. Das Konzept eines Gastland-Pavillons knüpft ja sehr stark an Inszenierungskonzepte wie zum Beispiel die Weltausstellung an, also nationale Konzepte, die so aus dem Beginn des letzten Jahrhunderts stammen. Findest du, dass das noch eine zeitgemäße Art der Präsentation ist? Ja, in dem Falle finde ich schon. Also dass zum Beispiel diese Wälder, die gezeigt werden auf diesen großen Bildern, das sind Wälder aus Nordnorwegen von den Sami. Und man sieht auch durch den Pavillon immer Sami laufen in ihrer traditionellen Tracht, die heißt Gakti. Die Norweger machen das schon ganz gut, diese Kultur auch mit einzubinden. Also auch unter den Autoren und Autorinnen sind viele Sami. Genau, also bei den Autoren gibt es jeden Tag auch Veranstaltungen mit den Sami zusammen. Und das finde ich ist auch ein wichtiger Teil des Landes. Und man muss natürlich aufpassen, dass man es auch in einem richtigen Maße macht, dass man nicht sozusagen die Sami als exotisches Beistück macht. Aber hier werden sie, finde ich, sehr gut eingebunden in das Gesamtprogramm. Vielen Dank für die interessanten Einblicke ins Gastland Norwegen und das schöne Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung.